Wir gucken uns das jetzt erstmal allgemein an. Wie sieht es beim euklidischen Algorithmus eigentlich aus? Also, wir haben in einer Zeile stehen, AI ist gleich BI, nein, Entschuldigung, QI mal BI plus RI. Na? Also in der ithen Zeile haben wir stehen AI ist gleich QI mal BI plus RI. So. In der Zeile drunter steht AI plus 1 ist gleich QI plus 1 mal BI plus 1 plus RI plus 1. Nachdenken. Ah ja. So. Außerdem wissen wir, wenn wir von der einen zur anderen Gleichung übergehen, ist unser AI plus 1 gleich das BI. Ja? Unser AI plus 1 ist das BI. Also das AI plus 1 in der Zeile drunter ist das alte BI und genauso gut wissen wir, das neue BI plus 1 ist das alte RI. Das BI plus 1 ist gleich RI. Und von RI wissen wir, dass RI gerade AI minus QI mal BI ist. Gut, also nochmal, beim euklidischen Algorithmus lässt sich jede Zeile so darstellen. Außerdem wissen wir, das nächste AI plus 1 ist das alte BI und das nächste BI plus 1 ist das alte RI und das ist gerade AI minus QI mal BI. So, jetzt überlegen wir uns, was haben wir hier beim Rückwärtsgehen gemacht? Also, wir wissen, in einer Zeile hier drin haben wir den GGT von A und B dargestellt als Linearkombination. Der GGT von A und B ist in irgendeiner dieser Zeilen xi plus 1 mal, oder nehmen wir mal andersrum, ai plus 1 mal xi plus 1 plus bi plus 1 mal yi plus 1. In irgendeiner dieser Zeilen haben wir den GGT von A und B dargestellt als Linearkombination des jeweiligen A und B. In dieser Zeile zum Beispiel als Linearkombination von 26 und von 8, von AI plus 1 und BI plus 1. Diese x, i plus 1, y, i plus 1 sind in der Zwischenlösung dann irgendwelche x und y, die nach oben gewandert dann letztlich genau unsere x0 und y0 ergeben, die wir suchen. Was passiert beim nach oben wandern? Jetzt können wir das, was wir uns hier überlegt haben, dort einsetzen. Ja? Das ist nämlich gerade dasselbe wie AI plus 1 ist dasselbe wie BI. BI mal XI plus 1. Und das BI plus 1 ist dasselbe wie AI minus QI mal BI. Also da steht hier AI minus QI mal BI.
mal y plus 1. I plus 1. So. Wir haben in irgendeiner Zeile x a i plus 1 und b i plus 1 als Linearkombination dargestellt und jetzt machen wir nichts anderes als das a i plus 1 und das b i plus 1 zu ersetzen durch, woher kennen wir diese beiden Zahlen eigentlich? Die kennen wir aus der Zeile drüber. Und wenn man jetzt umstellt, und zwar wieder als Linearkombination von a i und b i, kann man Folgendes feststellen. Wie viele AIs haben wir in dieser Gleichung drin? Wer sieht's? Bitte? Eins nur? Nee. Ja? Wir haben yi plus 1 mal das AI. Und wie viele BIs haben wir? Wer kann im Kopf ausklammern und wieder einklammern? Womit muss ich BI multiplizieren? Oh. Also machen wir es doch nochmal langsam. Also hier steht bi mal xi plus 1 plus, Kreide verschwindet, ai mal yi plus 1 minus qi mal bi mal yi plus 1. So. Unser ai mal yi plus 1 haben wir schon da stehen. Und jetzt möchte ich gerne noch bi haben. Also wissen, welchen Faktor ich an bi multiplizieren muss. Bitte? Ja? Xi plus xi plus 1 minus qi mal yi plus 1. Genau. Ja? Ich habe hier doch zweimal bi stehen, das klammere ich aus, dann steht hier xi plus 1 minus qi mal yi plus 1. Okay. Was bedeutet das jetzt? Das sieht noch sehr abstrakt aus. Ja? Wenn ich eine Zeile, in einer Zeile den GGT von AB als Linearkombination dargestellt habe, von A's und B's. Ja? So. Und ich habe sozusagen das xi plus 1, das yi plus 1 gefunden, dann ergibt mein neues xi, gerade, nehme ich gerade das alte yi plus 1, und als neues yi nehme ich mein altes xi plus 1 und ziehe das yi plus 1 qi mal ab. Das schauen wir uns gleich mal am Beispiel an.